Wunderbar. Also guten Morgen, liebe Fraktion. Wir beginnen mit der Fraktionssitzung um 10.05 Uhr und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1, wäre Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Hier sind keine nicht öffentlichen Teile eingetragen, deshalb gehe ich davon aus, dass es auch keinen gibt. Ich höre auch keinen Schreien, dementsprechend müssen wir da auch nichts abstimmen. Tagesordnungspunkt Nummer 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle und das beginnt wie immer mit Ingo, bitteschön. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben uns gestern mit den Journalisten im Nachgang von der Wahl beschäftigt. Es gab eine Landespressekonferenz, wo Joachim für die Fraktion und Patrick Schiffer für den Landesverband angetreten sind. Außerdem haben wir uns gestern mit dem ZDF beschäftigt, die einen Beitrag am Samstag um 17 Uhr über den BLB, über das BLB-Desaster machen, haben Sinn Dietmar interviewt. Außerdem koordinieren wir gerade eine Anfrage über das, zum Thema das papierlose Büro. Da wird der Kai aller Voraussicht nach nächste Woche Montag für ein Interview geben. Und wir bereiten die Plenarübersicht vor, die am Dienstag, also heute in einer Woche, rausgehen soll. Dann auch noch eine kleine personelle Info. Am Freitag und am Montag ist die Pressestelle, zumindest was die Körper angeht, nicht hier im Landtag vertreten. Da ich ja momentan montags noch alleine bin und ich da Urlaub habe, ist da erstmal keiner da. Ich biete allerdings logischerweise an, telefonisch erreichbar zu sein. Also wenn irgendwo was brennt, ruft mich an. E-Mails werde ich leider nicht so richtig regelmäßig checken können, von daher ist Anruf sicherlich besser. Wenn irgendwas Vorhersehbares ist, dass man heute schon weiß, am Montag soll eine PM raus, wäre ich sehr dankbar, wenn wir das vorzeitig koordinieren könnten, sodass ich dann in meinem Urlaub entsprechend weniger Stress habe. Aber wie gesagt, wenn es brennt, bin ich logischerweise da. Fertig. Danke Ingo, dann bitte Nico. Ja, vielen Dank, Simone. Von Vorstandsseite hatten wir unserer Tätigkeit, uns mit Personaldingen zu beschäftigen. Wir haben jetzt die Stellenausschreibung für ReferentInnen auf den Weg gebracht. Die ist auch schon raus. Auch nochmal hier jetzt, wer Interesse hat, die Ausschreibung findet sich auch auf unserer Webseite. Da müsste sich ab heute auch die Ausschreibung finden für die Neubesetzung des Referenten für Haushalt und Finanzen. Gehe ich schwer von aus, dass das kurzfristig erfolgt. Unser Geschäftsführer ist da in Action, in Abstimmung mit den Fachreferenten, aber wir haben ja noch Antragsdienstag und so weiter. Kann sein, dass es noch ein bisschen einen Tag ansonsten länger in Anspruch nimmt, aber schon mal zur Kenntnisnahme und um sich vielleicht darauf vorzubereiten und zu bewerben hier. Also das kommt zumindest kurzfristig. Dann hatten wir natürlich auch einen wesentlichen Teil darüber zu sprechen, über die Wahlen, über den Wahlsonntag. Dann nochmal auch von dieser Stelle unser Dank an alle Wahlkämpfer und natürlich an unsere Wähler und Unterstützer. Es war natürlich auch so, da müssen wir uns nichts vormachen, dass das Wahlergebnis jetzt keinen zu Jubelschreien provoziert hat. Umso dankbarer bin ich denjenigen, die sich auf die Straße gestellt haben und mit den Leuten geredet haben und für unsere Ziele gekämpft haben, unabhängig davon, wie sie gerade die interne Lage und zu den Meinungsverschiedenheiten in der Partei stehen, sondern das hinten angestellt haben und trotzdem fleißig für uns gekämpft haben. Da vielen Dank, ich denke, da spreche ich auch für die gesamte Fraktion. Ja, ansonsten haben wir heute Antragsdienstag. Wir haben vier neue Anträge, die wir einbringen werden. Zwei kommen zurück ins Plenum, das heißt, wir sind wieder gut vertreten. Und von Frank brauche ich gleich noch eine Info, nur als Merkpost. Und dann würde ich an der Stelle es dabei belassen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Nico. Das heißt, wir kommen zu Top 3. Wir sind auch schon fast beschlussfähig. Einer fehlt noch. Umlaufbeschlüsse. Wir haben keine, die unerfolgreich oder wie auch immer offen oder nicht eindeutig abgeschlossen sind, sondern wir haben nur zwei erfolgreiche.
Einmal der Änderungsantrag zur Drucksache 16-5767 und das Positionspapier zu G8 und G9. Und in dem Augenblick sind wir beschlussfähig. Ich freue mich. Also bei Umlaufbeschlüssen gibt es auch nichts weiter zu sagen. Und wenn der Jens jetzt im Stream ist, jetzt kommt Top 4, da wolltest du runterkommen. Wir kommen zu Top 4, Umgang mit der Kommunalwahl, Einladung der gewählten Stadträte in den Landtag. Der Grund für diesen Tagesordnungspunkt ist eine Terminfindung zu einem ersten Treffen mit den Ratsfrauen und Ratsherren im Landtag zum inhaltlichen Briefing. Nico. Ja, das ist quasi aus unserer Diskussion gestern als erstmal konkrete Aktion hervorgegangen. Wir wollen hier für alle Mandatsträger ein Treffen organisieren, um eben auch direkt klarzumachen, dass wir hier gerne einerseits Unterstützung geben wollen, Hilfestellung geben wollen, zur Vernetzung beitragen wollen, aber auch natürlich dann die Möglichkeit nutzen wollen, hier unsere Arbeit im Landtag durch die Informationen aus den einzelnen Städten und Gemeinden, aus den Kreistagen noch besser zu machen, da auch auf bestimmte Themen hingewiesen zu werden, dass man sich da jedenfalls mal zwischen Fraktion und Kommunalpolitikern dann austauschen kann, weil die natürlich, denke ich mal, da näher dran sind. Ich weiß auch, dass der Paki war gestern auch da. Ich weiß, dass es da jetzt auch von Verbandsseite aus, vom Landesverband aus, ein Treffen geben wird. Und ich würde vorschlagen, am sinnhaftesten ist es, wenn wir dann unser Treffen hier machen, nachdem sie sich einmal so alleine für sich, sage ich mal, getroffen haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und wenn das gelaufen ist, dass man dann nach einem Termin sucht, dass sie hier in den Landtag kommen. Da müssen wir dann gucken, was sich da anbietet. Könnte sein, dass das bis nach der Sommerpause dauert, weil die Konstituierung der einzelnen Räte und Gemeinderäte, Kreistage dauert ja auch noch ein bisschen. Da gibt es bestimmt auch noch genug für die einzelnen Leute zu erledigen. Kai? Du brauchst dich nicht mehr melden, Jens. Ja, die Idee ist gut und richtig, aber jetzt schon zu veranlassen und dann zu warten, bis die ihr Treffen gehabt haben und dann sagen, dann müssen oder sollten die mal hierher kommen, halte ich für falsch. Ich glaube, dass das Erste, was die brauchen, ist tatsächlich mal so ein bisschen Halt da, wo sie jetzt sind. Die müssen erstmal dort ankommen. Und wir sollten die nicht gleich traktieren mit, ihr müsst jetzt mal hierher kommen, sondern was der Landesverband jetzt tun sollte, ist meiner Meinung nach alles zu tun, dass die dort Fuß fassen können. Und dann können wir gerne über einen Termin reden, beziehungsweise dann sollten wir dringend über einen Termin hier reden. Ich will eigentlich nur verhindern, dass wir jetzt hier, weil du jetzt schon die Ansage machst, das kann vielleicht bis nach der Sommerpause dauern. Ja, das wird auf jeden Fall bis nach der Sommerpause dauern. Die müssen sich da erstmal zurechtfinden, ist meine Meinung. Sehen wir auch so. Jens? Ich bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel, was die nächsten Schritte sind. Wir haben da schon länger was geplant. Heute werden alle neuen Kommunal-, Bezirks-, Kreisabgeordneten eine E-Mail von uns bekommen. Das sind nach jetziger Zählung 117. Es werden wohl in den Stadträten noch 2 bis 3 dazukommen, so wie es aussieht. Da wird gerade gerechnet mit Überhangs- und Ausgleichsmandaten und was weiß ich was. Durchaus möglich, dass da noch 2 bis 3 kommen. Plus nochmal die Leute in den Regionalverbänden, wo es nach bisheriger Rechnung so aussieht, dass wir in alle Regionalverbände mindestens einen entsenden können, wahrscheinlich 2. Morgen Abend wird ein erstes lockeres Mumble stattfinden, kein Pflichttermin für die, sondern einfach die Möglichkeit, dass die da auch mal sagen können, was sie eigentlich brauchen, so, was sie sich als nächstes wünschen und was sie haben wollen. Dafür treffen wir uns morgen mit denen. Natürlich könnt ihr da auch kommen, so ist ein offener Termin, da kann jeder kommen, der möchte. Aber es soll in erster Linie darum gehen, dass die mal erzählen können, wie die Situation bei denen im Moment überhaupt ist, ob die schon mit irgendwelchen anderen Parteien in Koalitionsgespräche eingetaucht sind,
Wir bieten den Abgeordneten zurzeit auch Rechtshilfe für ihre Koalitionsverträge. Das heißt, die können die uns zuschicken. Wir gucken dann drüber, dass die dann nicht über den Leisten gezogen werden, dass da nicht irgendwas reingeschrieben wird, was dann hinterher ein großer Nachteil für die ist. Auch das ist bloß ein Angebot von uns an die, was sie nutzen können, aber nicht müssen. Der nächste große Termin wird dann sein am 5. und 6.7., also erstes Wochenende der Sommerpause. Da wird es in Düsseldorf hier eine große Konferenz geben für alle Abgeordneten in Zusammenarbeit auch mit der PIKO. Da werde ich dann auf Abgeordnete eventuell auch noch zukommen. Wen wir gerne dabei hätten, auf jeden Fall sind Frank und Toso, da die nun mal im Kommunalausschuss hier im Land sitzen. Wäre es schön, wenn ihr zumindest einen von den beiden Tagen dabei sein könntet, um da schon mal eine gewisse Verknüpfung zu machen. Ansonsten die Bitte von uns an euch, dass ihr euch an die Ratsabgeordneten in euren Wahlkreisen wendet. Also ihr habt ja alle die Wahlkreise alle verteilt, für die ihr zuständig seid. Deswegen die Verknüpfung zwischen MDL und den Ratsabgeordneten sollte insofern ja eigentlich schon da sein, weil ihr Bereiche habt, für die ihr zuständig seid. Da die Bitte, die auch einfach anzuschreiben und zu sagen, wir sind für euch da, was braucht ihr, womit können wir euch helfen? Ich habe gestern und vorgestern mit 30 bis 40 von denen hin und her gemailt und schon mal so abgefragt, was braucht ihr, was wollt ihr, was ist jetzt gerade mal das Wichtigste für euch? Und die wissen das noch gar nicht so ganz genau. Die sind auch noch so ein bisschen überfahren natürlich von ihrer Situation. Das kennen wir. Deswegen haben wir auch dieses Treffen auf Anfang Juli gelegt. Dann haben die jetzt erstmal 4 Wochen Zeit, sich selbst zu finden. Wir sind die ganze Zeit gesprächsbereit und ansprechbar für die. Und der erste wirkliche Termin von Landesverbandsseite aus kommt dann erst Anfang Juli. So, dann haben die ihre 4 Wochen Zeit, sind da mal angekommen. Die einen oder anderen haben sich schon konstituiert. Es gibt ein paar, die schon am 1.6. sich konstituieren. Das geht schon relativ schnell. So viel von unserer Seite. Zum thematischen Vernetzungstreffen natürlich ist es auch wichtig, dass wenn die in ihrem Umweltausschuss in der Kommune arbeiten, eventuell auch zum Umweltausschuss hier im Haus oder Sportausschuss oder was auch immer, dass es da thematische Verknüpfung gibt. Das wird eine etwas größere Konferenz, auch dieses Jahr noch ein Verknüpfungsbarcamp, was von Landesverbandseite aus geplant wird, wo aber auch die Arbeitskreise dabei sein sollen. Also wir wollen dann da nicht nur Ratsabgeordnete und MDL haben, sondern die Partei, also die restliche Partei gleich mit dabei. Das wird ähnlich wie ein TDPA laufen, aber eben auch nur ähnlich, wo es dann eine thematische Verknüpfung geben soll, damit man weiß, wenn ich zu dem und dem Thema Fragen habe oder irgendwas brauche, was ins Land reinwirkt oder andersrum, damit ihr wisst, wer jeweils für euch zuständig ist. Insofern sind das die Dinge, die wir bis jetzt auf der Kette haben. Wir sind natürlich für Vorschläge, was noch gemacht werden soll, jederzeit offen. Danke. Ich soll auf bitte ganz kurz nochmal auch für den Stream klarstellen, dass wenn Jens in diesem Moment von wir redet, er den Landesverband meint und nicht die Fraktion, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. So, der nächste ist der Nico. Ja, ich wollte eigentlich nur eben ganz kurz auf Kai antworten, weil ich da keinen Dissens sehe. Ja, also genauso auch wie Jens es vorgetragen hat, ist es geplant. Und einfach, dass wir hier schon mal das Signal aussenden, dass wir unseren Teil dazu beitragen wollen, ohne da irgendwie dem Landesverband oder sonst wem vorzugreifen. Aber ich denke, das wird auch von uns erwartet und dieser Erwartung werden wir natürlich gerecht werden in Abstimmung mit dem Landesverband. Aber da sehe ich keine Probleme. Und wenn es dann schon jetzt feststeht, dass es nach der Sommerpause sein wird, das war jetzt nicht, die Information hatte ich jetzt noch nicht so definitiv, deswegen hatte ich es vorsichtig formuliert, dass es wahrscheinlich nach der Sommerpause sein wird, wenn das jetzt sozusagen von Landesverbandseite auch schon so geplant ist, okay, dann können wir uns dann entsprechend darauf einstellen, dann habe ich auch nichts dagegen einzuwenden. Frank. Okay, danke. Jens hat es mir das gerade aus dem Mund genommen. Ich wollte mich an uns hier appellieren. Wir haben alle unsere Wahlkreise und auch Patenwahlkreise. Und das ist
der erste Schritt. Da sollte bitte jeder mal selber gucken, wen er da hat und ob sich da im Kreis, ob da im Kreis ein Ansprechpartner ist und den halt direkt kontakten, so one-to-one. Ehe man jetzt hier, natürlich kommen wir auch hier in der Gruppe zusammen und laden alle ein, aber doch der Appell dringend, und das tatsächlich jetzt ganz schnell zu machen, wenn es noch nicht passiert ist, wahrscheinlich ist aber auch ja schon längst passiert, der direkte Kontakt, weil viel geht jetzt in den ersten Tagen los, wird auch in den Räten besprochen. In Rating, Mettmann sind die konstituierenden Sitzungen Ende Juni. Bis dahin ist schon viel gelaufen. Da muss man also, ja, wie gesagt, direkt den Kontakt suchen. Und wir haben alle unsere Wahlkreise. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da 1:1 schon viel passiert und noch passieren wird. Oliver. Ja, das ist klar, das ist auch unsere Pflicht, natürlich direkt sich an die Wahlkreise zu wenden, nicht deren Pflicht, uns anzukontaktieren in dem Fall. Bei thematischen Sachen sieht das dann vielleicht anders aus, wenn die was von uns haben wollen, was irgendwie Fracking oder Verkehr oder sonst was betrifft. Zu dem Termin im Landtag, das sind ja komplett unterschiedliche Termine. Erstmal, dass sich die vom Landesverband aus zuerst mal zusammentreffen und einen Termin, der vom Landtag aus, also von uns, von der Fraktion aus angeboten wird, um uns zu vernetzen mit denen. Und wir sie in den Landtag einladen, hat ja erstmal, ist ja durchaus erstmal zu trennen. Natürlich sollte erstmal ein gemeinsames Treffen stattfinden auf Landesverbandsebene, sage ich mal, bevor wir ein Treffen anbieten, weil das, weil es klar ist, dass sie sich erstmal kennenlernen und erstmal so austauschen müssen. Die Ratsfrauen, nennt man Ratsfrauen, Ratsherren, ne? Ratenden, die Rats, Ratssitzenden. So, und dennoch haben wir natürlich hier im Landtag auch unsere Terminkalender, die dann nach der Sommerpause schnell komplett voll sind. Deshalb ist die Frage, ob wir uns zumindest hier nicht vereinbaren sollten, vor der Sommerpause noch einen Termin zu finden. Vorgehensweise wäre vielleicht, dann spätestens auch um diesen 1. Juli das sozusagen einem Landesverband zu geben, dass wir gerne so einen Termin machen möchten und vielleicht dort bereits Termine bereitzustellen, sodass wir dann, bevor wir hier in Sommerpause gehen oder zumindest in die sitzungsfreie Zeit, dass wir dann den Termin schon festmachen können hier. Das wäre sozusagen mein Appell, dass wir vor der Sommerpause noch einen Termin haben und nicht erst dann nach Sommerpause irgendwann im Oktober mal gucken, lieber Vorstand, was habt ihr denn hier gemacht? Warum haben wir noch keinen Termin gemacht? Ich würde das gerne vor der Sommerpause regeln sozusagen. Jens? Dazu auch. Natürlich wird die Anfrage für den Termin für dieses große thematische Verknüpfungstreffen vor der Sommerpause kommen. Also wir werden vor der Sommerpause euch noch anschreiben und sagen, dann und dann, was weiß ich, zwei verschiedene Wochenenden, würden wir das gerne machen. Wochenenden gehen natürlich im Landtag nicht. Ja, das macht ja nichts. Also wir müssen das ja nicht hier im Haus machen. Wir können es ja auch an jedem beliebigen anderen Veranstaltungsort machen. Unter der Woche würde hier im Landtag gehen, aber da die meisten unserer Stadtratsabgeordneten das ehrenamtlich machen und noch einen Job dabei, sind die auf einen Wochenendtermin angewiesen. Das heißt, also so ein Termin wird auf jeden Fall am Wochenende sein müssen. Was noch für eine Bitte kam, ist, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist und inwieweit das funktioniert. Mich haben mehrere darauf angesprochen, dass die gerne sich mal mit persönlichen Mitarbeitern oder Referenten treffen würden, weil diese ganze Arbeit, die Mitarbeiter machen, müssen die ja wahrscheinlich selber tun zu der politischen Arbeit dazu. Und da kam schon die Frage, ob man das ermöglichen könnte, dass es auf Mitarbeiter-Stadtratsebene vielleicht auch mal Kontakt und Gespräche geben könnte. Das war jetzt aber nur eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie das dann so arbeitsrechtlich oder was weiß ich was aussehen muss, damit das funktioniert. Okay. Ist, glaube ich, alles gesagt. Wir versuchen noch vor der Sommerpause, für nach der Sommerpause dann vielleicht einen Termin zu finden. Alles andere ist auf dem Weg, dank des Landesvorstandes. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr, das heißt, wir kommen zum nächsten
Tagesordnungspunkt und der heißt Barrierefreiheit für Haushalt. Nico. Ja, danke. Dieser Punkt und auch der nächste kommt von mir und entspringt der PGF-Runde letztlich. Wir haben jetzt den Entwurf gesehen für den Einzelplan 01, der halt den Landtag betrifft, wo wir halt unsere Vorstellungen dann auch einbringen können, einbringen sollten, quasi müssen, wenn wir hier was in puncto Barrierefreiheit machen sollen. Und da hatte ich ja letzte Woche eine Mail rumgeschickt und ich habe die Geschichte mit den, dass es hier blindengerechter zugehen soll, habe ich natürlich auf dem Schirm, werde ich auch gerne vortragen. Würde es aber einfacher machen, wenn ich da einen konkreten Vorschlag hätte. Ich hätte da auf Rückmeldung eines MDL gewartet. Die habe ich leider jetzt nicht bekommen, wahrscheinlich aufgrund Wahlkampf. Weiß ich nicht. Wenn aus eurer Runde da noch ein konkreter Vorschlag existiert, dann könnt ihr mir den jetzt noch bis 14 Uhr zukommen lassen. Dann will ich ihn auch noch gerne weiterreichen. Ansonsten betrifft das natürlich auch so Sachen wie, jetzt ist der Stefan leider nicht da, was mir aufgefallen ist, was die Barrierefreiheit angeht, ist, dass das Türsystem hier auch natürlich noch nicht der Weisheit letzter Dinge ist. Da gehört es meiner Meinung nach auch nochmal nachgebessert. Muss ich mal bei der Verwaltung dann jetzt gleich abklopfen. Die wird an dieser Runde höchstwahrscheinlich teilnehmen, sinnvollerweise. Aber vielleicht ist euch ja auch noch was aufgefallen. Na, also das, du guckst gerade so, die Türen sind nicht überall automatisch. Okay. Ja, so, das wäre jetzt sozusagen der Slot, der Zeitpunkt, wo man diese Forderungen dann mal konkretisieren kann und an der richtigen Stelle platzieren, dass auch haushaltstechnisch umgesetzt würde. Ja. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Nehmen wir das jetzt so zur Kenntnis. Kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, auch aus der PGF-Runde, Amtsausstattung. Nico? Ja, da würde ich gerne an den Lukas übergeben. Ich weiß gar nicht, was da rumgekommen ist. Von an. Du hast es rumgeschickt, so einige haben sich zu geäußert. Wir haben einmal im Kreis diskutiert, dabei rumgekommen ist, glaube ich, nichts. Ich gucke jetzt mal den Kai an. Ich denke, an dem Vorschlag dieser Gruppe werden wir nichts mehr ändern, weil es ist nun mal so, wie es ist. Wir sind da halt in der Unterzahl und wenn es dort halt auch eben eine Empfehlung gibt, dann weiß, oder wenn man in die Vergangenheit schaut, dann ist das halt so. Dann ist diese Empfehlung quasi auch verbindlich, auch wenn wir uns dagegen stemmen sollten. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu dann sagen soll. Oliver? So, Kai, das ist davor noch? Okay, da habe ich nicht gesagt. Ja, es geht mir da sehr ähnlich wie Lukas. Also wir haben da ja wirklich uns in die Bresche geschmissen und versucht, daran was zu ändern. Letztendlich ist das aber das Ergebnis. Und im PET bin ich ja dann auch noch auf Detailkritik eingegangen. Also zum Beispiel, wie läuft denn das eigentlich ab mit der Ausstattung hinterher? Wer stellt die? Zum Beispiel gehe ich ganz öffentlich, hallo Kamera, hallo andere Fraktionen, jetzt eine Wette ein, wir werden Dell-Geräte bekommen. Ich würde aber dann versuchen, tatsächlich da auf diese Geräte noch Einfluss zu nehmen, wenn es dann irgendwie möglich ist, weil es ja durchaus Geräteklassen gibt, die auch im Plenum nicht mehr zu verhindern sind, die vollwertige PCs aber eigentlich Tabletts sind. Da könnte man einen schönen Kompromiss finden, aber insgesamt ist der Drops da gelutscht und da passiert nicht mehr viel. Oliver? Jetzt geht es natürlich nicht nur darum, was wir gerne hätten oder beziehungsweise was wir glauben, was passiert, sondern es geht natürlich auch darum, wie wir uns gegenüber den anderen Fraktionen verhalten und was
Nico gleich jetzt in der PGF-Runde dazu sagt. Wenn wir das jetzt einfach so sagen, ja, wenn Nico jetzt hingeht und sagt, oh, wir haben da irgendwie ja was versucht, aber hat nicht geklappt, dann macht mal, ist das natürlich schlecht. Also man muss dann natürlich jetzt mit mindestens noch einer Forderung und mindestens einer Rückfrage oder so ähnlich in diese Sitzung reingehen und da müssen wir dem Nico ein bisschen was an die Hand geben, damit wir also schon in dem Protokoll, das es nicht gibt, vermerkt haben, wir haben da immer noch Bedenken. Also vielleicht ist allerdings der Satz, wir haben da immer noch Bedenken oder uns ist das immer noch nicht so richtig, nicht der richtige Satz. Vielleicht kann man ein bisschen konkreter werden. Und ich persönlich weiß allerdings nicht genau, welchen Satz ich oder welche Sätze ich Nico da mitgeben möchte. Nico. Ja, genau, einmal das, was Olli gesagt hat, genau darum geht es halt, was davon, also um unsere Forderungen geht es, was davon durchgesetzt wird. Ja, da haben wir, glaube ich, alle ein realistisches Bild davon. Das ist aber trotzdem nicht ganz unbedeutend, weil zum Beispiel die Frage der Amtsausstattung uns zum Beispiel auch bei Diskussionen um Laptop-Nutzung im Plenum ja auch wieder einholt, weil dann auch wieder darauf verwiesen wird, wie denn dort argumentiert wurde oder was dort beschlossen wurde. Und insofern ist das nicht ganz unwichtig an der Stelle, wie wir uns dazu positionieren. Lukas? Ja, der Kai und ich, wir haben ja in dieser Gruppe dafür gekämpft, eine Budgetlösung, ähnlich wie es im Berliner Abgeordnetenhaus läuft, durchzusetzen. Das heißt, die Fraktionen könnten selbst entscheiden, in welchem Rahmen sie halt eben Endgeräte beschaffen, was sie nutzen, welche Software sie nutzen, welche Hardware sie nutzen. Das wäre so das Optimum. Insbesondere die zwei großen Fraktionen fanden das alles andere als toll, weil das ist natürlich ein ziemlich eingefahrener Apparat, beziehungsweise die Abgeordneten und die Menge der Abgeordneten, die da sind und die auch natürlich jetzt schon seit Jahren mit diesen Geräten arbeiten, die haben natürlich wenig Lust auf Experimentieren und Ändern und alles soll so bleiben, wie es ist. Man kennt es ja. Dann sind wir den Weg gegangen, dass wir es okay fanden, eine Kompromisslösung irgendwie zu schließen. Das heißt, es gäbe zum einen ein kleineres Budget und es gäbe halt einen Pool aus Geräten, aus dem man auswählen kann. Das fanden wir auch noch in Ordnung, so als Kompromisslösung. Das ist jetzt natürlich auch weg und man ist jetzt halt wieder in dieser reinen Amtsausstattung, die vorgegeben wird. Und da muss man sagen, wurden wir dann halt auch mit unseren Forderungen und mit unseren Ideen immer weiter beschnitten. Im Endeffekt sind halt die kleinste Fraktion und müssen das vermutlich dann halt schlucken. Gleichwohl kann man das halt nicht ohne Murren schlucken und sagen, pass auf, das ist eigentlich nicht das, worauf man sich oder worauf sich die Fachabgeordneten in dieser IT-Arbeitsgruppe des Landtags, also dieser IUK, geeinigt haben, weil dort hieß es, wir machen diese Kompromisslösung. Insofern scheinbar dort halt auch die Beschlüsse, die dort gemacht werden, und die Absprachen ja nicht verbindlich zu sein und nicht zu gelten. Auch das scheinbar, ist jetzt natürlich etwas weitläufig, aber hat auch scheinbar keine Evaluierung stattgefunden, inwieweit man denn zum Beispiel Open Source Software nutzen könnte. In der Begründung unter Punkt 3 oder Punkt 3.1 steht halt, heute nutzen ca. 90% der Anwenderinnen und Anwender im beruflichen und privaten Umfeld PCs und Notebooks mit dem Betriebssystem Microsoft Windows, bla bla bla, und im Bereich der Nutzer von Microsoft Office dürfte das halt noch höher liegen. Und deswegen ist halt so. Ist halt viel zu kurz. Aber ich habe halt nichts anderes erwartet. Ja, also ich bin da halt irgendwie ein bisschen ratlos. Gut, Kai. Du fragst nach einer Positionierung. Nico? Du fragst nach einer Positionierung. Das ist meine Gegenfrage. Wie deutlich soll ich die Positionierung jetzt öffentlich äußern?
Also ganz klar, wir haben dafür für gemischte Modelle gestimmt. Wir haben uns kompromissbereit gezeigt und am Ende ist nichts, was wir da irgendwie in der Hand haben, sondern wir kriegen von denen Geräte aufgedrückt. Punkt. Da können wir ein paar Geräten auswählen, aber Friede, wir können also nicht uns individuell da irgendwie ausstatten, sondern so wie die das wollen, müssen wir uns ausstatten. Wir müssen damit Windows arbeiten. Da werden auch proprietäre Dinge wie McAfee-Verschlüsselung drauf sein, die total sinn- und hirnfrei sind. In Zeiten von NSA oder Post-NSA setzt man McAfee-Produkte ein zur Verschlüsselung und Sicherung. Also das ist doch, könnte man noch die Wand ankotzen, bis es spritzt. Genau, da müssen wir, glaube ich, nicht darüber reden, wie unsere Positionierung da ist. Unsere Positionierung ist, wir werden hier von Leuten, die von IT keine Ahnung haben, quasi ausgebotet, wobei ich mir nicht ganz im Klaren darüber bin, wie da die einzelnen Player unterwegs sind. Meine Diskussion um den Termin heute zeigt auch wieder sehr schön, wie da agiert wird. Ich weiß nicht, inwieweit halt die Landtagsverwaltung da politisch selber eingreift. Es macht schon sehr stark den Eindruck, dass die Verwaltung selber da die Hosen anhat und im Prinzip bei den Abgeordneten bisher immer alles durchbekommen hat und auch weiterhin durchbekommen wird. Das stört mich ein bisschen, weil die da überhaupt nicht zulassen, dass Meinungen von außen kommen. Die lassen überhaupt nicht zu, mal drüber nachzudenken, ob es denn andere Wege gibt. Die sind auf ihrem Weg festgefahren. Wenn die andere Positionierung haben wollen, dann holen sie sich einen externen Dienstleister für scheiße viel Geld ins Haus, der denen dann eine Positionierung sagen soll. Das läuft dann meistens so ab, dass irgendeine wunderschöne Werbeveranstaltung läuft, die nicht hinterfragt wird. Also da finden quasi Verkaufsgespräche statt. Wenn ich der Verkäufer wäre, wäre ich sehr glücklich, weil das sind einfache Tore, die die machen können. Ja, was willst du hören, was unsere Positionierung ist? Die haben uns da gelinkt. Punkt. Willst du direkt antworten? Okay. Ja, du hast jetzt sehr schön einen typischen Ablauf von einem Diskussionsprozess hier im Hause beschrieben. Das ist uns allen bekannt, aber es hilft ja nicht, dass ich unseren letzten Verhandlungsstand dann auch nochmal brauche, weil ich nicht an all den Gesprächen teilgenommen habe, die in dieser I&K-Arbeitsgruppe gelaufen sind. Und das war einfach jetzt der Hintergrund, damit ich sozusagen in der glücklichen Lage dann sein werde, genau das Gleiche zu sagen, was du denen halt in einer anderen Runde auch schon mal erzählt hast. Aber das ist, glaube ich, dann schon sinnvoll, das dann an der Stelle auch nochmal zu wiederholen. Um nichts anderes ging es mir. Ne? Darauf würde ich, also das sozusagen zusammengedampft in so einem Executive Summary oder so, ja, in einem Absatz, was die Kernforderungen sind, ohne jetzt jeden einzelnen Posten der IT-Ausstattung jetzt da durchdudeln zu müssen, aber schon klar zu machen, dass wir in jedem einzelnen Diskussionsschritt hier unsere Position angebracht haben und dass die uns halt jedes Mal verarscht haben. Dann, das kann man ja dann nachher bei späteren Diskussionen dann ruhig auch erwähnen. Dann kann man es zumindest nicht vorwerfen. Ja, Moment mal, ihr hattet ja keine konkreten Vorschläge. Frank. Ja, Kai, du hast gerade hier der Verwaltung quasi so nahegelegt, die gibt es auch politische Einflussnahme oder solche Sachen. Es gibt auch noch einen anderen Blickwinkel. Bisher ist es irgendwie gelaufen. Es muss weiterlaufen. Die Verwaltung hat relativ schmales Personalbudget und Finanzbudget. Es muss weiter am Laufen bleiben. Es gibt die verschiedensten Wünsche. Der einfachste Weg ist der, man macht weiter, wie man es immer gemacht hat. Dass wir wissen, dass die Probleme riesengroß sind, dass wir eigentlich alles überdenken müssen. Komplette Technologie, die wir benutzen. Ich könnte mir vorstellen, die Verwaltung arbeitet so und denkt so wie die meisten, von wegen, bis jetzt habe ich es auch nicht gespürt, ich habe noch keinen Ausschlag, wir machen einfach weiter. Weil dann funktioniert es irgendwie und dann kommen wir ohne Riesenaufwand, ohne Unsicherheiten, ohne vielleicht, dass die IT des Landtags zusammenbricht, der Landtag NRW nicht mehr arbeitsfähig ist und weiß der Kuckuck was, kommen wir halt hier irgendwie über die Runden. Aus der Sicht, glaube ich, kann man das Ganze auch betrachten. Ich denke, wir müssen hier an der Stelle jetzt irgendwie eine Position beziehen, ganz klar.
Und die sollte sehr strikt sein, und zwar, dass wir irgendwie einen Neustart hier machen müssen, dass wir jetzt hier keine Entscheidung treffen, sondern das Ganze ein Jahr verschieben oder sonst was als Vorschlag, um halt hier wirklich eine Diskussion anzufangen. Das mag sein, dass du das alles schon gesagt hast, das machen wir dann aber vielleicht als Fraktion dann so öffentlich. Also stillschweigend, vor allen Dingen, wenn wir, ich habe noch eine Frage jetzt, eine konkrete, ist nämlich hier Verschlüsselung vorgesehen, unserer Mails. Wenn das nicht vorgesehen ist, dann ist das noch der dritte Grund oder der weiß ich nicht wie vielte, hier zu nichts zuzustimmen und einen Neustart zu verlangen. Übrigens ein Neustart, den wir selber schon mal vorleben wollten, das nur mal am Rande. Da haben wir auch noch, glaube ich, selber viel zu tun. Aber das hier so durchzuwinken, das geht meiner Meinung nach gar nicht. Das heißt, eine strikte Position, auch öffentlich und als Vorschlag, weil konstruktiv muss es immer sein, die ganze Entscheidung ein Jahr lang zu verschieben. Ich habe hier in dem Papier, letzte Woche, weil ich was anderes gemacht habe, nicht so intensiv damit beschäftigen. Hier steht aber drin in der Sitzung der Arbeitsgruppe am 26. Mai, das war gestern, sollen die Grundzüge der Technik beraten werden. Ich weiß nicht, was von gestern auf heute irgendwie als Entscheidung da von uns verlangt wird. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Vorschlag einer Verschiebung der konstruktivste ist. Und dann muss man wirklich gucken, wie man konstruktiv versucht, einen Neustart hinzukriegen. Ansonsten mein Votum in keinster Weise das akzeptieren, was bisher vorgeschlagen wurde. Daniel. Ja, vielen Dank. Zunächst, sorry, dass ich erst verspätet dazukommen konnte, gerade auch bei dem Tagesordnungspunkt, denn da werden wir uns auch im Präsidium nachher drüber unterhalten. Ich hatte deswegen ja auch schon Mails geschickt und da um entsprechendes Feedback gebeten. Da geht es mir ja ähnlich wie Nico, weil wir sind nachher diejenigen, die halt eben in diesen entsprechenden Runden Position beziehen müssen. Ich will auf Frank ganz kurz eingehen. Ja, das könnten wir jetzt machen und versuchen zu beantragen, das irgendwie um ein Jahr zu verschieben, wird aber halt nicht funktionieren. Also die IT-Leasing-Verträge laufen halt eben aus. Ne, die Geräte, die sind halt nächstes Jahr weg. Und um die Geräte in einer entsprechenden Größenordnung auch anschaffen zu können, braucht das halt einen gewissen Vorlauf, ne, auch was Ausschreibungen und so weiter angeht. Also das um ein Jahr zu verschieben, wird einfach allein technisch schon nicht funktionieren. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt noch einen Monat oder zwei gegebenenfalls irgendwas verschieben kann. Keine Ahnung. Ich weiß im Moment aber auch nicht, warum oder wozu. Also wir werden das vermutlich, so wie ich die bisherigen Diskussionsvorläufe in dieser IT-Runde dann mitbekommen habe, als Externer sozusagen, wir werden daran nichts verändern können, ob wir es jetzt noch ein Jahr hinschieben oder nicht. Wir können uns hier positionieren, wir können sagen, fickt euch, behaltet eure scheiß Hardware und wir benutzen das Zeug nicht. Das können wir sagen und können sagen, wir machen das alles alleine. Und wenn uns an irgendeiner Stelle halt eben dadurch Probleme entstehen, dann müssen wir halt gegebenenfalls einen Klageweg gehen. Das können wir machen. Ja, das ist die Positionierung und ansonsten obliegt es ja letzten Endes sowieso jedem Einzelnen dann, wie er irgendwie mit der IT umgeht, an dieser IT-Ausstattung. Ich meine, da können wir in der PGF-Runde heute Mittag drüber reden, in der Präsidiumsrunde drüber reden, werden wir nichts dran verändern. Lukas hat ja gerade schon gesagt, also wir sind hier auf einem Niveau, die reden über McAfee-Produkte zur Absicherung der ganzen Gerätschaften. Also wo wollen wir denn anfangen, mit denen zu diskutieren? Und da reden wir von, oder wir wollen von Open Source oder was weiß ich nicht reden. Also das ist ja so meilenweit voneinander entfernt. Ich sehe da tatsächlich wirklich überhaupt keine Gesprächsgrundlage oder Diskussionsgrundlage. Lukas. Ich wollte nochmal für alle ergänzen, um es einfach nochmal klar zu machen, wieso wir eigentlich diese Mischlösung aus vorgegebener Ausstattung und Budget nicht durchgesetzt bekommen haben, weil eigentlich war das ja eben Beschluss dieser IUK-Fachgruppe, das so zu tun. Ja, das war auch eben dieser Kompromiss zwischen der Piratenforderung nach Budget und der Landtagsforderung. Aber um diese Mischlösung durchzusetzen, hätte es einer Änderung des Abgeordnetengesetzes bedurft. Und davor hatte man Angst.
davor hatte man tierische Angst, dass das nach hinten losgeht, dass dann halt Dollarzeichen Zeitung schreibt, hier unsere Landtagsabgeordneten gönnen sich wieder Budget, so und so viel 1.000 Euro für neue Computer und so. Ne? Und davor hatte man Angst und deswegen sah man es als alternativlos an, halt irgendeine andere Lösung zu wählen, als eben die Lösung, die wir jetzt haben, nämlich halt Amtsausstattung wird vorgegeben. So, und das sahen dann halt auch eben die anderen Fraktionen so und deswegen war dann halt auch eben dieser Beschluss der IUK-Gruppe, für den wir bestimmt 3 oder 4 Monate gebraucht haben, ja, weil es immer wieder Evaluierungen gab und nochmal Gespräche und nochmal Diskussionen, der wurde dann einfach gekippt aus dem Grund, weil man halt eben vor den Folgen einer Änderung des Abgeordnetengesetzes Angst hatte. Kai? Ja, Frank, ich bin ja selber in der IT unterwegs gewesen bis hierher. Ich als ITler kann den Gedankengang nicht nachvollziehen, alles möglich so lassen, wie es ist. Man versucht eigentlich immer irgendwie Dinge zu verbessern. Ich weiß nicht, wie andere Systemadministratoren sehen, ich weiß nicht, wie Olaf zum Beispiel das sieht. Eigentlich ist man als ITler immer auf der Suche nach der besseren Lösung. Das ist eigentlich ein großer Bestandteil des Jobs. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, selbst wenn der Landtag das so sieht, selbst wenn die Verwaltung das so sieht, dann finde ich, dass sie das neutral formuliert darlegen kann. Ich finde aber nicht, dass das stattfindet. Also ich habe das nicht so erlebt, dass das so gelaufen wäre, sondern es wurden permanent Argumente auf die Abgeordneten losgelassen, die dann bei denen dafür sorgten, dass sie sagten, so wie Lukas das gerade beschrieb, wir müssen das Abgeordnetengesetz an der Stelle ändern, um Gottes Willen. Ja, so kann man halt Entscheidungen beeinflussen, wenn man Dinge so aufbereitet, dass sie passen. Du hast gefragt nach der Mailverschlüsselung. Da gibt es möglicherweise noch eine Möglichkeit für uns, dass wir PGP bekommen auf unseren Rechnern. Das war so leicht in den Raum gestellt beim letzten Mal. Da wird aber so von vornherein klar sein, wir kriegen dann WinGPG und kein Thunderbird. Das heißt, wir müssen dann mit der Outlook- und GPG-Lösung klarkommen und kriegen auch keinen Support dafür. Das ist deren Ansage, das ist deren Kompromissvorschlag. Eingesetzt werden wird wahrscheinlich CryptShare, das ist dann ein externer Dienstleister. Und auch da haben wir auch klar gesagt, was wir davon halten, nämlich gar nichts. Da war dann das Argument, das wäre für den Bediener einfacher. Aber auch das mag ich jetzt nur reporten eben. Eigentlich wollten wir hier die beiden Leute mit einer Aussage ausstatten und nicht das ganze Ding diskutieren, weil da könnten wir gerne noch den ganzen Tag drüber reden. Ich habe da noch genug Wut im Bauch, um da noch ein paar Dinge rauszuhauen. Olaf. Sorry, jetzt. Einmal erstmal was auch zum Frank. Ja, viele Menschen verhalten sich so, dass sie lieber im Sumpf bleiben, den sie kennen, anstatt in den Garten zu gehen, den sie noch nicht kennen. Das ist aber kein Argument gegen den Garten, sondern gegen das Verhalten dieser Menschen. So. Und das ist genau das. Das glaube ich, dass das in der Verwaltung vielleicht an vielen Stellen so ist. Und wenn wir jetzt bei der Sache mit der Arbeit bleiben, nämlich genau, ich suche immer nach besseren Lösungen, nämlich immer, um weniger Arbeit zu haben, um die Arbeit zu reduzieren. Das ist nämlich genau der Grund, was ich eigentlich von dem Administrator erwarte auch. Ja? Also, dass er eigentlich der Verwaltung in den Arsch tritt und sagt, wir müssen was verändern. Und ich sag mal so, mit dem Selbstnutzen, ich möchte weniger Arbeit haben, das ist natürlich nicht unbedingt in der Argumentation so direkt vorzubringen, aber das ist eigentlich die Sache, die ich glaube, die sie antreiben sollte. Ich sehe allerdings auch die Problematik, dass wir da überhaupt nichts ändern können oder so. Wir sollten auf jeden Fall, finde ich, das ganz klar machen. Wenn die Angst hatten, allerdings, jetzt bin ich hellhörig geworden, als der Lukas gesprochen hatte und gesagt hat, die hatten Angst, das Abgeordnetengesetz zu ändern, weil dann könnte ja wieder sein, dass eine Diskussion kommt, die Abgeordneten genehmigen sich teure PC-Ausstattung.
dann sollten wir sie selber damit genau schlagen. Wir können fast davon ausgehen, es ist Dell. Müsste man jetzt eigentlich drauf setzen. Das jetzt schon zu skandalisieren, dass jetzt schon klar sei, dass Dell ist. Entweder treiben wir sie damit dahin, dass sie sie gar nicht nehmen können, oder es klappt nicht. Und dann die ganze Zeit das Ganze in der Richtung skandalisieren, auch über die Presse, dass nämlich jetzt für Müll Geld ausgegeben wird. Genau das, wovor sie eigentlich Angst hatten, was passieren könnte. Das wäre eine ganz gute Taktik, jetzt im Allgemeinen die nächste Zeit damit umzugehen. Wir werden nichts dran ändern. Ich weiß auch von dieser Problematik, wir können es nicht mal ein Jahr schieben. Ja, wir können die Diskussion nicht herauszögern und das allerdings auch ganz klar machen. Und das wäre dann auch die Position, dass wir ganz klar sagen, dass wir es schlecht finden, dass für so etwas Geld ausgegeben wird. Das fände ich jetzt als eine Argumentation, oder das stelle ich jetzt mal hier so in den Raum, ob man diese Argumentation eventuell in der PGF und in der Präsidentenrunde so vertreten sollte und dass man das dann auch in der Argumentation für die Öffentlichkeit gebrauchen könnte. Weil ohne die Öffentlichkeit kriegen wir sie sowieso nicht unter Druck gesetzt. Nicht mal unter Druck gesetzt, dass sie sich ungut fühlen. Also unter Druck gesetzt, dass sie sich anders verhalten, weiß ich noch nicht mal. Das ist ja wahrscheinlich eh utopisch. Nico? Ja, um vielleicht hier nochmal ein Missverständnis vorzubeugen. Es ging bei diesem Tagesordnungspunkt nicht darum, unsere Strategie in... Zu dieser Problematik insgesamt festzulegen. Es ging ganz konkret einfach darum, nur die Position für die PGF-Runde oder gegebenenfalls Präsidiumssitzung zu finden. Kai, du hast jetzt mehrfach in deinen Statements auch betont, da haben wir ganz klar Position XY, XZ vertreten. Mir würde es einfach reichen, wenn ich 3, 5, vielleicht 10 dieser klaren Positionen einfach schriftlich gleich bekomme. Und dann werde ich die da einfach stur, stumpf denen da vortragen und sagen, wie sie ja bereits seit circa 2 Jahren immer wieder gebetsmühlenartig von uns hören, fordern wir A, B, C, D. Bislang war es ja nicht möglich, mit ihnen da eine sinnvolle Lösung zu finden. Wir bestehen aber auf folgenden sinnvollen Lösungen, was Verschlüsselung betrifft, etc., etc. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann können wir, glaube ich, die Diskussion hier auch so ein bisschen eindampfen und runterfahren, weil ich glaube, an der Stelle bringt sie nichts. Da sind Kai und auch Lukas in den entsprechenden Gremien näher dran. Und dann können wir das hier auch ein bisschen abkürzen. Frank. Jo, sehr wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, Nico. Wenn wir nämlich so meckern, ist auch immer wichtig, Alternativen anbieten zu können oder zumindest eine Richtung und lange Diskussion, die sollten wir wirklich jetzt hier nicht führen. Ganz kurz zu Daniel, Kai, Olaf. Klar, ich weiß das, was ihr gesagt habt. Ich sehe das auch so, aber ich wollte versuchen, eine Brücke zu bauen. Ja? Ich meine, nur Konfrontation bringt uns nicht weiter. Gut, ob die Brücke, man muss immer Brücken bauen, irgendwo muss immer zusammenkommen. Wenn alle sagen, keine Brücke bauen, dann sollten wir wirklich einen Änderungsantrag fürs Abgeordnetengesetz einbringen und den Finanzanteil einklagen, sodass wir unabhängig werden. Punkt. Dirk. Aufgrund von Nikos Beitrag ziehe ich zurück. Ganz kurze Ergänzung dazu. Ich musste heute Morgen schon wieder ein Zertifikat bestätigen, wo drin stand, not verified, von der Landtagsverwaltung. Was ist das? Ja, wissen die auch selber. Ja, genau. 2015, das ist gut, es gibt keine weiteren Meldungen. Ich glaube, es ist auch geklärt, dass vielleicht Kai und Lukas noch so einen Top 1 bis 10 schriftlich dem Nico mit an die Hand geben. Ansonsten habe ich keine weiteren Redemeldungen. Damit ist der Tagesordnungspunkt beendet. Und damit, da wir keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr haben, ist auch diese Fraktionssitzung an dieser Stelle beendet. Vielen Dank.